Seit kurzem wurde in Murau ein neues Jugendprogramm ins Leben gerufen. Mit dem Jugendprojekt Express hat Jugend am Werk in Kooperation mit dem AMS Murau als auch mit dem Kunst- und Kulturfestival Regionale 12 eine Lücke gefunden, um Jugendliche auf einer anderen Art und Weise zu motivieren und einzubinden. Seit rund 2 Monaten ist das Jugendprojekt Express jetzt im Laufen und wurde nun vor Ort der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist eine ganz interessante Sache und Gott sei Dank, muss ich sagen, ist es uns gelungen, ein weiteres Jugendprojekt in der Region zu starten. Und wir haben eben zusätzliches Budget für 2 Jahre jetzt bekommen, wo Jugendliche, eben 15 Jugendliche laufend teilnehmen können für eine Dauer von maximal 6 Monaten. Und es ist so angedacht, dass wenn Jugendliche im Projekt sind und eine Arbeit finden, können sie jederzeit aussteigen. Das ist ja auch Sinn und Zweck. Sie sollen in der Region Arbeit finden und dann können neue Jugendliche einsteigen. Das ist vor allem auch wichtig. Es ist auf jeden Fall ein neues Angebot in Murau, ein Zusatzangebot zu den bestehenden Angeboten. Und wir versuchen, neue Wege zu gehen. Wir versuchen, kreative Elemente in die Arbeit zu integrieren. Und wir arbeiten extrem vernetzt mit den Einrichtungen der Region, mit den Unternehmen, mit den Institutionen, um hier Erfolge für die Jugendlichen zu generieren. Wie schaut das jetzt im Alltag aus? Der Alltag ist irrsinnig bunt, so bunt wie auch unsere Jugendlichen sind, wie unsere Teilnehmerinnen sind. Der Alltag ist von Lebensläufe schreiben, von EDV-Kenntnisse verbessern, sich um Praktika bewerben, an Praktikas teilnehmen, sich vorstellen, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erarbeiten, mit der Berufsschule sprechen etc. Extrem bunt. Wir sind in der ganzen Region unterwegs, insbesondere sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden. Genau, Jugend ist einer unserer Hauptschwerpunkte innerhalb unseres Festivals für zeitgenössische Kunst. Das ist eigentlich, sage ich jetzt einmal, eine von 3 Schienen, die uns hier bei diesem Projekt besonders freut. Wir können eines unserer Schwerpunktprogramme total verankern und zum anderen können wir eine ganz breite Kooperation und Synergie mit der Arbeitsmarktpolitik herstellen. Und das Dritte, ganz wesentlich, wir können nachhaltig in Murau bleiben mit diesem Projekt. Die Jugendlichen arbeiten kreativ weiter, wenn die Regionale wieder abbaut und einen neuen Platz sucht zum Weiterarbeiten. Ziel des Projekts ist die Berufsorientierung und die Vorbereitung auf das Erlangen eines Arbeitsplatzes sowie die Teilnahme an einer weiterführenden Aus- und Weiterbildung. Teamarbeit und soziales Verhalten gibt's mit auf den Weg. Mir besonders gut da die Mitarbeit auch da und das Ganze rundum da mit den Jugendlichen auch. Und ich will immer Arbeit finden. Mitnehmen kann ich von dem, dass man geholfen wird bei der Arbeitssuche, so dass man neue Freunde kennenlernt. Ja. Was würde dich interessieren? Mich interessiert Kfz-Techniker. Ich habe in dem Büro schon oft reingeschnuppert und ja, es interessiert mich einfach voll. Also ich kann sehr viel kreative Sachen mitnehmen und auch sehr viel Menschliches, weil wir machen da eigentlich sehr viel, was die Gemeinschaft fördert. Was wäre für dich eine attraktive Zukunftsberufsaussicht? Also ich würde gerne in Fachsozialbetreuer für Behindertenarbeit machen und weil ich eben da ein Praktikum gemacht habe in der Zeit, wo ich jetzt da bin und ich habe gemerkt, das passt für mich. Ich bin überzeugt davon, dass es ein wichtiger Ansatz ist, hier wieder einen Impuls in Richtung Jugend und Jugendbeschäftigung zu setzen. Als Gemeinde, sage ich mal, ist uns jeder Schritt in diese Richtung sehr willkommen und sehr recht. Wir unterstützen das nach unseren Möglichkeiten auch in diesem Fall und freue mich, dass diese Initiative gestartet wird und wünsche auch, dass dieses Projekt den angestrebten Erfolg erreicht. Für die nächsten 2 Jahre läuft dieses Jugendprojekt und bietet in Summe mehr als 60 Jugendlichen die Chance, sich zu orientieren und letztendlich wohl auch auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren.